Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Und herzlich willkommen zurück zum Pineview Drive. Und zwar ist ein neuer Teil vor kurzem rausgekommen. Ich habe es gar nicht irgendwo vorher gehört, dass es passiert, sondern ich habe dann auf YouTube bloß Let's Plays von anderen Leuten gesehen, denen ich folge. Aber ich habe nicht in die Let's Plays reingeschaut. Ich habe quasi nur in meine Abo-Box gesehen, dass es läuft. Und ich dachte am Anfang, als da stand Pineview Drive Homeless oder so, dass die Leute nochmal Pineview Drive spielen und irgendwie so ein RPG-Ding draus gemacht haben. Aber ich habe dann in Steam gesehen, auf den Bestsellern Platz 1 irgendwie oder auf den aktuellen Bestsellern Platz 1, war dann dieses Spiel und dachte mir, oh mein Gott, du musst es spielen und du musst vor allen Dingen die Playlist umbenennen, die Pineview Drive Trilogie heißt. Hallo? Und ich habe so Bock auf das Spiel und ich bin so gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Ich bin, wie schon gesagt, komplett ungespoilert. Das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass ich für die für den Aufnahmestart die Option so ein bisschen durchgecheckt habe, indem ich den Anfang des Spiels angeschaut habe. Aber ich habe noch keine Nacht oder sonstiges irgendwie überstanden, falls das hier überhaupt ein Nächte-Prinzip ist. Nicht mal das weiß ich wirklich. Aber ich bin ultra gespannt und ich liebe diese Spieluhrmusik jetzt hier am Anfang. Boah, das könnte ich stundenlang anhören, ne? Liebe Leute, aber wir wollen uns alle nicht länger hinauszögern und warten lassen auf diesen Teil. Ich bin so gespannt und so gehypt und ich versuche das auch noch heute so schnell wie möglich zu rendern, zu schneiden, hochzuladen, damit ihr es auch schnell sehen könnt, denn ich will es unbedingt durchspielen, am besten jetzt und heute noch. Mal sehen, wie weit ich komme. Lasst uns loslegen und ein neues Spiel beginnen. Ach übrigens, ich kann im Spiel leider nicht in den Optionen, ich kann es euch ja mal zeigen. In Optionen habe ich hier übrigens deutsche Sprache und deutsche Sprecherstimme eingestellt. Ich hätte es auch auf Englisch lassen können, aber ich bin der Meinung, Deutsch ist besser. Und die Lautstärke kann ich nicht wirklich weiter anpassen. Also ich kann nicht Stimme und Musik voneinander trennen, sondern nur die Lautstärke so aufnehmen. Und die Helligkeit habe ich auf ganz hoch geschraubt, weil beim Rendern und auf YouTube das Ganze immer so sehr dunkel gemacht wird. Deswegen habe ich die hochgeschraubt, damit ihr auch was sehen könnt und nicht die blanke Schwärze habt. Das hat für mich aber keinen großen Unterschied, weil ich meinen Monitor immer recht dunkel eingestellt habe, weil meine Augen sehr lichtempfindlich sind. Also für mich sieht es auch gerade trotzdem dunkel aus. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich hier den weißen Schein von sonst was. Genug gelabert, lasst uns loslegen. Achso, jetzt kommt erstmal eine längere Ladesequenz, über die ich euch hinweg quatschen kann. Oh, doch nicht. Mein Name ist Miles Roberts. Ich war in der Army eine halbe Ewigkeit. Nach meinem letzten Einsatz habe ich nie wieder in die Normalität zurückgefunden. Seitdem ziehe ich quer durchs Land und versuche alles zu vergessen. Ich habe vieles gesehen und erlebt, aber diese eine Nacht war die schlimmste meines Lebens. Auch wenn es mir nie jemand glauben wollte, aber alles, was ich dir jetzt erzähle, hat genauso stattgefunden. Eines Abends war ich in der Nähe der Ostküste unterwegs, als ein Gewitter aufzog. Um mich vor dem Wetter in Sicherheit zu bringen, suchte ich nach einem Schlafplatz für die Nacht. Fast wie gerufen war da ein altes, verlassenes Landhaus. Gedanken, ein Dach über dem Kopf, machte ich mich auf den Weg dorthin. Hätte ich geahnt, was mich in dieser Nacht in diesem Haus erwartet, hätte ich wohl nie einen Fuß über die Schwelle gesetzt. Ich hätte es ja ein bisschen mehr gefeiert, wenn er nicht gesagt hätte, mein Name ist, ich habe seinen Namen vergessen, Miles irgendwas, sondern mein Name ist Morgan Freeman. Das war der erste Gedanke, als ich ihn gesehen habe. Und nein, kein Rassismus, weil er schwarz ist, sondern weil es irgendwie passt das in den ganzen Spaß hinein. Erkennt ihr es wieder, die Gegend? Ich habe mich ja fast ein bisschen wie zu Hause gefühlt nach dem Ganzen, muss ich sagen. Ich kann noch nicht laufen, jetzt erst. Jetzt haben sie es aber ein bisschen erweitert um diesen Wanderweg hier, sag ich mal.
und wir versuchen das mal ein bisschen langsam zu genießen. Ich lasse die Taschenlampe... Hoffen wir, dass das Haus wirklich verlassen ist und es einen Weg hineingibt. Taschenlampe lasse ich auch noch aus, damit wir den Effekt noch ein bisschen besser haben. Ich mache sie doch mal an. Wartet mal, das habe ich nicht gemacht. Als ich das gerade gestartet habe und mich interessiert, ob der Friedhof offen ist. Wir flitzen auch mal dorthin. Was ist denn das? Sammelt die versteckten Statuen, um zusätzliche Errungenschaften zu haben. Das wusste ich nicht. Das war jetzt wirklich Zufall, ne? Ich habe das nicht mit Absicht gemacht und dieses Geräusch war ekelhaft. Sondern ich will wirklich nur wegen dem Friedhof gucken. Die wackelnde Schaukel haben sie beibehalten. Die Figuren stehen auch noch gleich rum. Ich hoffe ja, dass es ein bisschen was an der Performance, dass sie da ein bisschen geschraubt haben oder so. Da gab es ja bei Pineview Drive immer so... Oh, ja, bitte. So ein paar Problemchen. Ist hier eigentlich offen? Nee, ne? Nee. Denn der Leuchtturm... Vogelscheuche ist auch da, gehen wir auch gleich mal hin. Nee, kommen wir auch aktuell nicht rein. Vogelscheuche hat auch keine Statue bei sich. Oh, lass mich los. Ich weiß, wie schon gesagt, nichts über das Spiel. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir durch die Fronttür reinkommen und dass es hier laut ist. Ist ja auch mega geil, wenn irgendwann ein Teil kommt, wo wir zu diesem Leuchtturm oder so kommen. Batterien liegen auch an denselben Stellen. Krass. Ah, die kann ich nicht haben. Oh, ich stecke in der Bank fest. Okay, liebe Leute, genug hier draußen rumgespielt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Statuen man finden kann. Ich wusste bis jetzt noch nicht mal, dass es welche gibt, die man finden kann. Kann ich die Axt mitnehmen? Das wäre doch mal eine neue Sache in Pineview Drive. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die Statuen irgendwie an komischen Stellen nur stehen oder wirklich an Bekannten. Kennt ihr noch die... Seid ihr Spieler der Beta gewesen von Pineview Drive? Falls ja, kennt ihr noch... Das wäre auch geil, wenn das da drin versteckt gewesen wäre. Kennt ihr noch die ganz alte Version davon? Ganz, ganz, ganz alt. Boah, war es überhaupt schon Beta? Vielleicht war es sogar Alpha, ich bin mir nicht mal sicher. Da war es ein winzig kleines Pineview Drive Haus. Oder na, winzig klein nicht. Es war schon groß, aber deutlich kleiner als dieses fette Ding hier. Und es hatte einen kleinen Hintergarten. Hinterhof? Hintergarten? Gibt es das Wort Hintergarten? Na, Froschi ist auch noch da. Sehr geil. Und dort konnte man in einer Urne oder in einem Topf, in irgendwas, hat man da den Schlüssel gefunden. Der ja jetzt... was ist denn das? Ist das so ein Windmessding? Da unten ist eine Dingens. Komme ich denn da hin? Ist aber kein Slenderman, der mich jetzt hier verfolgt, ne? Je mehr Dinger ich finde. Okay. Oh, ein riesiger Fliegenpilz. So, Leute. Jetzt machen wir das, was ich in der Testaufnahme schon gemacht habe. Nämlich die Tür auf. Alles ruhig hier. Hier wird sich sicher ein Schlafplatz finden lassen. Und wir schauen uns mal ein bisschen um, was sich so geändert hat. Das Licht funktioniert leider nicht. Es ist kaputt. Aber ansonsten sieht es sehr, sehr krass nach dem aus, wie wir es schon kennen. So. Was ich euch gern zeigen würde, aber wie schon gesagt, gleich hört mein Wissen auf. Hier ist diese komische Statue, die zugedeckt ist. Ich kann aber die Decke nicht abnehmen. Das finde ich schon sehr beunruhigend, weil wir die Statue nicht kennen. Wir können auch keine Kerzen anmachen. Also es ist alles schon irgendwie gleich und doch irgendwie ein bisschen anders. Jede Menge Spinnenweben. Ich weiß leider auch nicht, ob alle Bilder identisch geblieben sind. Oder ob sich Bilder geändert haben. Auch hier geht der Lichtschalter nicht.
Also an die kann ich mich erinnern. Ob die nun dort gehangen haben, ist natürlich eine andere Frage. Aber sie waren da und bis jetzt ist die Performance auch deutlich besser als im ursprünglichen Pineview Drive-Teil. Nur ein paar knarzende Holzdielen, kein Grund zur Beunruhigung. Genau. So, jetzt achte ich aber auch auf die Statuenfiguren. Das habe ich beim ersten Run nicht. Also es klingt tatsächlich schon durch, als ich hier das erste Mal wirklich durchgerusht bin, um zu gucken, wie es so läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie die Geschwindigkeit ist, wow, wenn ich laufe. Die Blitze sind schon mega hell, ne? Licht ist auch hier kaputt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch irgendwas... Na, wer sagt es denn? Ein Bett. Das sollte für diese Nacht wohl reichen. Kann ich crouchen? Was ist... Nein, nein, nein. Nein. Das ist eine fucking Hand unter meinem Bett gewesen. Was war das? Die Hand habe ich beim ersten Mal... Ich würde lieber mal nachsehen, was das war. Die habe ich beim ersten Mal auch nicht gesehen gehabt. Hier habe ich nämlich den Stopp gemacht. Also ich bin überhaupt nicht weiter gespoilert oder sonstiges. Ich kann nicht crouchen, Leute. Ich kann nicht. Alter. Das ist aber nur ein Arm. Nee, der Arm geht weiter. Guckt mal. Da liegt irgendjemand, irgendeine Leiche ist unter unserem Bett, oder? Kann ich an meinem Rucksack was machen? Ne. Ey, ich will unter dieses Bett gucken. Das können die doch nicht machen. Ich kann aber auch nicht, ich kann mich nicht ducken. Gar nichts. Und wir sehen, wir haben auch wieder den Erschreckbalken. Boah, finde ich das ekelhaft, ne? Aber gut, schauen wir uns mal um. Ich werde auch gleich reloaden müssen. Lass uns mal gucken, was hier so geknallt hat. So. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt hier genauso Schlüssel finden. Spinnweben. War diese Tür eben auch schon offen? Nein, war sie nicht. Okay, das können wir nicht nehmen. Teekanne, können wir, hier können wir uns besaufen. Kann man jemanden erschlagen damit? Aber hier ist doch gar kein Schlüssel oder sowas. Was habe ich davon, dass ich hier drin bin? Ich will nichts übersehen, damit wir hier nicht 100-mal die gleichen Zimmer irgendwie betreten müssen oder so. Aber hier ist halt wirklich nichts in den Fächern drin. Aber vielleicht mussten wir auch nur hier reingehen, um irgendwas draußen zu triggern. Also, Leute, haltet euch fest. Okay, also brauchen wir hier jetzt eventuell keinen Schlüssel. Sondern es gehen vielleicht Stück für Stück die Türen auf. Ich hatte die hinten. Was ist denn das? Aha. Alles klar. Ah, okay. Das hätte ich jetzt noch gar nicht nehmen sollen. Okay, also ist der Clown derjenige, der uns jetzt hier zu schaffen machen möchte. Ich gucke jetzt die Tür hier hinten. Ne, wartet mal, wir machen das mit einem Schema. Machen die jetzt hier. Okay, die ist noch zu. Die führte ja aber auch zur anderen Seite des Hauses. Okay, hier ist auch nichts. Ist hier unten drunter ein riesiger Clown. Ich habe oben eine Tür knallen gehört. Also in-game. Okay, wir haben wieder Streichhölzer. Das ist doch schon mal was. Aber ich denke, wenn wir schlafen gehen, hat ihr was Tisch gemacht?
Aber ich denke, wenn wir schlafen gehen, sind die bestimmt auch wieder aus. Wie im Original quasi. Okay, wenn sie jetzt hier wieder auf den Clown gehen, ist es ein bisschen wie in Nightfall, ne? Oh, Zettel auch wieder. Du hättest nicht herkommen sollen, Miles. Jetzt wirst du dieses Haus nie wieder verlassen. Es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Heißt das, es gehört jetzt uns? Okay, also doch wieder Schlüssel. Ich glaube nicht, dass uns hier was von hinten überrascht. Verdammt, der Schlüssel ist abgebrochen. Das heißt? Tür ist doch offen, das ist doch egal, oder? Das Geräusch ist laut. Okay, das Jagdzimmer wieder. Das ist eine sehr schöne Pflanze. Nützliche Streichhölzer. Ich weiß jetzt auch nicht, überleben wir hier quasi nur eine Nacht in dem Sinne? Aber halt mehrere Stunden? Oder wie läuft das? Ich habe keine Ahnung. Kommen wir jetzt schon hier lang? Ich bin so irritiert. Wenn man sich das einfach in Pineview Drive so erkämpfen musste, dass man hier lang darf und jetzt kommt man hier einfach lang. Ach so. Wir sind voll, okay. Aber es muss komisch, oder vielleicht... Den kriege ich gar nicht an. Ich weiß gar nicht. Falls ihr Pineview Drive nicht gespielt haben... Hey, deine Arme liegen oben bei mir. Kann ich dir helfen? Irgendwie. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Ich kann nichts mit dem machen. Falls ihr Pineville Drive nicht gesehen und auch nicht gespielt habt, würde mich mal interessieren, wie ihr das Spiel hier wahrnehmt. Oder habt ihr das hier vielleicht gespielt und Pineview Drive, also den ersten Teil erst danach oder so? Okay, ich habe Streichhölzer noch nicht benutzt. Es ranken sich viele Gerüchte um das alte Haus am Ende der Pineview Drive. Aber der Abgrund ist in Wahrheit noch viel tiefer. Wir haben ja... Ah, okay, es lädt irgendwie. Noch 9 Stunden bis Tagesanbruch. Da stand am Anfang vermutlich auch da. Und ich habe es einfach nicht geschnallt. Okay, wir müssen also 9 Stunden insgesamt überleben. Noch 10 insgesamt. Okay. Das kriegen wir doch hin, Leute, oder? Ich meine, es ist schon ganz cool, dass hier so Medizinkram rumsteht. Hier ist der Kopf vom Clown. Ich reloade jetzt mal. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir das nicht mitnehmen können, um ihn zusammenzusetzen oder so. Aber ich weiß ja auch noch nicht, was unsere Mission hierbei ist. Dem Hocker scheint mal was gesessen zu haben. Will ich wissen, was das war? Wir wissen es schon. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich hier doppelt lang gehen kann. Nee, ist noch zu. Kann ich jetzt was mit... Jetzt kann ich ihn nehmen. Okay, wartet mal. Ich kann den Kopf trotzdem nicht nehmen. Muss ich den... Oh, lass mich durch. Hier einzeln? Okay. So, muss ich jetzt den Kopf holen? Oder kann ich... Ja, jetzt kann ich ihn holen. Okay, wir wissen ja, dass der Arm in unserem Zimmer ist. Und die Tröte, die war hier, ne?
Aber die kann ich wahrscheinlich... Nee, die war oben, die Tröte. Unser Zimmer ist ja auch oben. Deswegen machen wir das mal schnell. Hat er sich gerade erschrocken? Ups. Hier der Arm. Okay. Wo war denn die Tröte? Nee, hier war sie nicht drin. Entweder hier oder in dem links daneben. Hier ist sie, ne? Aber ich kann sie nur drücken. Eventuell, sobald ich den Arm angebracht habe, kann ich sie dann holen? Werden wir ja gleich feststellen. Wo saßt du nochmal? Hier vorne, oder? Aber jetzt, Jagdzimmer, genau. So, ich hol dir mal deine Tröte, glaube ich. Obwohl ich ihn jetzt auch nicht mehr anwählen kann. Aber ich gehe trotzdem mal zur Tröte. War gerade ein komischer Schatten. Wovor erschrickt er sich manchmal? Ach Quatsch, Tröte ist doch hier. Nein, rechtes Zimmer, ne? Hier ist die Tröte. Gut. Okay. Na. Ich muss mich auch beherrschen, nicht so schnell und viel zu rennen. Weil das macht ja auch nur wieder, dass er denkt, dass wir uns erschrecken. So. Bitteschön. Okay. Ich denke, er wird jetzt durchs Haus laufen, denn er hat ja eigentlich alles, ne? In der Zeit gucken wir mal weiter. Hier ist ja nur die Essenskammer. Waren hier noch irgendwelche Sachen? Streichhölzer halt, ne? Aber ansonsten kein Schlüssel. Vielleicht liegt, wenn ich rauskomme, gleich ein Schlüssel anstatt seiner. Aber ansonsten ist hier alles cool. Ja, ist noch da. Dann gucken wir uns nochmal hier so um. Fernseher können wir immer noch nicht anmachen. Wir müssen jetzt irgendwo theoretisch... Den kann ich nicht, ne? Ne. Einen Schlüssel finden oder... einen Zettel. Oder einfach nur irgendwie anders weiterkommen. Okay, aber es ist... Hier habe ich gerade probiert, ne? Ja. Das Weiterkommen ist nicht hier. So. Hier ist ja auch nichts weiter, auch kein Zettel. Ne, jetzt nur die Kerzen hier. Kein Zettel und kein Schlüssel. Auch nicht dort. Ne. Du standest nicht schon immer hier. Also jetzt in diesem Spiel schon, aber ich meine im alten Pineview Drive Teil. Im ersten. Okay, in dem Zimmer ist nichts. Dann kommen wir auch noch nicht weiter. Wenn wir im Haus nicht weiterkommen, würde ich auch nach oben gehen. Hallo? Wisst ihr, was wir mal machen? Wir verbrauchen hier ein Streichholz. So, jetzt die Frage, ist der liebe Clown hier bei uns? Oder war das einfach nur... Achso, ich hab sie an. Oh Gott. Oder war das nur ein Geräusch, um uns wieder Angst einzujagen? Okay, das Zimmer ist clean.
Und es geht langsam das Licht aus. Und hier ist auch weiterhin nichts in den Regalen, was brauchbar ist oder sonstig irgendwie. Nein. Nein. Gucken wir mal in unser Zimmer. Ich glaube nicht, dass wir hier so einfach schlafen gehen können oder sowas. Okay. Ich mache einfach mal. Ich meine, wir haben es ja an Streichhölzern. Okay. Es ist gerade zappenduster für mich, deswegen will ich gar nicht wissen, wie dunkel es für euch ist. Aber da der Clown gequietscht hat, nehme ich an, dass wir entweder nach draußen müssen oder zu ihm rüber. Deswegen gehe ich erstmal zu ihm rüber. Und wenn er noch da sitzt und wir da nichts machen können, dann ist weg, ne? Ja, dafür haben wir jetzt eine Schüssel. So, mal gucken, wo der hinpasst. Hier ist nur die Speisekammer, hier kann er nicht passen. Es ist dunkel. So furchtbar dunkel. So, weil wir hier welche haben, bin ich mal ein bisschen verschwenderischer. Okay. Bambus! Sind auch wieder Batterien, aber wir sind gerade voll. Im Korb ist nichts. Hier ist so eine Figur. Es wäre halt cool, wenn auch da stehen würde, 3 von 10 gefunden oder so. Okay, mentale Gesundheit geht mir eigentlich noch ziemlich gut, deswegen würde ich das stehen lassen. Kann ich das hier... Nee, ich dachte, ich kann es von innen öffnen. Beunruhigend, dass das dort hinten so abgedeckt ist. Okay, die Küche. Ein Ventilator, der ist neu. Da ist nichts, hier ist ein Brief. Alles fing damit an, dass die Familie Harmsworth damals das alte Anwesen kaufte. Okay. Okay. Noch 8 Stunden. Ich mach mal kurz diesen hier in der Hoffnung, dass das auch wirklich eine Pause ist. Liebe Leute, wir sind bei einer halben Stunde ungefähr angekommen und wir haben jetzt schon 2 Checkpoints anscheinend geschafft. Deswegen würde ich sagen, wir machen an der Stelle eine kleine Aufnahmepause und legen morgen, denn ich möchte die gern täglich rausbringen, bei der nächsten Runde wieder los, wenn es heißt Let's Play Pineview Drive Homeless. Bis dann. Tschüss.